Jetzt sitzen wir mit einem wunderschönen Kaffee, gell, im Pflegezentrum aus dem ganzen Land. Wunderbar, zwei Frauen bei mir. Die grösste hinten, das ist Dedi Koller, Verwaltungsratspräsidentin, genau. Oder? Dann links Pflegeleiterin, Angela Weber, und rechts der Geschäftsführer, der Marcel Rieser. Ja, Marcel, kurze Zeit bist du da aus dem ganzen Land. Wie geht's? Wie gefällt's dir? Wie geht's da? Ja, sehr gut. Also, man muss nur rausschauen. Im Restaurant Panorama, wo wir jetzt sitzen, und das ist ein Stück weit auch das Programm für das ganze Haus. Also die Offenheit, um für das ganze Land da zu sein, das repräsentiert auch das Restaurant mit dem wunderbaren Panorama. Wir haben sehr gut gestartet. Seit dem 1. Januar tun wir jetzt sukzessiv das Haus füllen, machen das sehr bedacht, machen das so, dass wir es sehr gut tragen können und müssen sagen, doch, es läuft sehr gut an. Und auch die Plätze, die wir zur Verfügung haben, die sind sehr begehrt. Kann ich mir vorstellen, gell? Nachdem du sagst, es ist für dich auch eine Win-Win-Situation. Das ist für dich eine richtige, schöne Sache, um herzukommen. Also ja, in so einem Haus, also so ein modernes Haus, in so einem Haus, das so grosszügig auch konzipiert worden ist, das so hell ist, wo so an einer wunderbaren Lage ist. Also ich denke, das ist ein Privileg, auch hier zu arbeiten. Und auch von der Idee her, und das ist eigentlich das, was mich hier gebracht hat, die Idee, die Vision von dem Haus, ein Kompetenzzentrum für die Region zu sein, ergänzend zu den kommunalen Alters- und Pflegeheim, ein Haus zu sein, das insbesondere auch für komplexe, herausfordernde Pflege da ist, der Bevölkerung dient, zusammen mit den Angehörigen Dienstleistungen erbringt, die zeitgemäß sind, die ja, letztendlich auch ein schönes Zuhause bieten. Edith, nebst dir vorbei sieht man, sind wir Schloss Sarganz. Wir sind hier aber in Milz. Das ist ein Pflegezentrum Sarganzerland, genau. Gell? Also. Ja. Genau, das ist der Zweckverband, wo Gemeinden von Flums, Sarganz, Milz, Filters, Wangs, Bad Ragaz bis Pfäfens miteinander, die sechs Gemeinden, da das Pflegezentrum aufbauen haben, betrieben und da auch wenn für die Region übergreifend das Angebot schaffen. Auch um natürlich eine Entlastung und Ergänzung zu den Einzelheimen, die jedes Dorf nach wie vor hat bei sich, dass man da eine Ergänzung ist, je nachdem auch eine Entlastung, weil wir uns da wirklich rund um die Uhr auch die hohe Pflegekompetenz aufbauen, was wir nicht in jedem Dorf allein können uns leisten. Da würden uns nur schon die Fachleute fehlen. Und ich schaue hier darum Angela, weil ich glaube, das ist das Wertvolle, dass wir es da können, rund um die Uhr die Fachspezialisten und die Kompetenz vor Ort haben, was jede Gemeinde allein so also nicht könnte. Und von dem her ist es schon schön, hier durchzuschauen. Es ist so ein zentraler Punkt in der Region, glaube ich, wo so steht für das, für die Region, das können da zu machen. Du bist noch sehr jung, du bist sportlich, ich bin schon ein bisschen höher. Meine Mutter ist 90, oder? Hast du dir auch schon überlegt? Du bist so Präsidentin, du läufst durch das Haus durch, du findest es super lässig, Zimmer, es ist hell, Restaurant und so. Könntest du dir vorstellen, dass man sich da drin wohlfühlen kann? Weißt du, ich überlege mir immer, kann man sich auch wohlfühlen? Weißt du, das geht ja schon aus, aber... Ja, ich glaube, sich da mit diesen Fragen auseinandersetzen, mit dem Leben und dem Sterben, mit dem würdevollen, auch den letzten Lebensabschnitt können verbringen. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, wo man sich auch, darf ich sagen, auch in meinem Alter, ich glaube, das müssen wir uns als Gesellschaft uns insgesamt stellen, auch wieder mehr stellen, einen Umgang damit finden. Und von dem her, ich glaube, ist das nicht einmal so eine Frage von, wie alt oder wie jung man ist, sondern ob man auch als Person sich diesen Fragen stellt. Und ich glaube, das Leben hat mich gelehrt, dass man sich das durchaus halt auch schon jung darf und muss stellen. Und es wechselt auch vielleicht auch die Ansicht, wie jetzt das Licht wieder wechselt. Es wird ein bisschen heller, ein bisschen dunkler da drin, gell? So, ja. Angela, du bist jetzt Leiterin von der Pflegeabteilung. Ja, wirklich eine sehr grosse Aufgabe. Ja, wie siehst du das jetzt, wenn man in dem Haus drin ist? Du überleistest das ja auch. Also hast du mit ganz vielen Leuten zu tun, die da hinten sind. Wir haben jetzt gerade vorher zwei, drei gesehen. Die machen sehr einen fröhlichen Eindruck und so. Wie siehst du das Haus?
Ja, das ist natürlich unser Ziel, dass sich Bewohner und Bewohnerinnen da so gut wie möglich daheim fühlen können. Natürlich ist es nicht daheim, aber wir probieren in der Pflege und rundum mit Küche, allem, dass sie sich da daheim fühlen können. Und das geratet, hä? Zum Teil ja, zum Teil nicht. Dann muss man sich eben natürlich dementsprechend wieder etwas einfallen lassen. Es ist jeden Tag vielleicht wieder etwas Neues, muss auch wieder motivieren können. Also es ist für alle von uns nicht einfach so, den Schritt eben zu machen, so, auch wenn es noch so schön ist, räumlich noch so schön ist. Was macht ihr denn? Also gehen dann den Kontakt mit den Angehörigen auf? Oder? Ja, in erster Linie mit den Bewohnern und den Bewohnerinnen. Wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein, was sie wollen, was wir können. Das bieten wir natürlich anbieten. Natürlich bieten wir die Angehörigen mit einbeziehen. Wir probieren das wirklich individuell zu gestalten, dass es ihnen so gut wie möglich ist. Aber jeden Tag wieder wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen wieder etwas Neues. Genau. Und immer auch ein Ausprobieren. Ja, es ist auch ein Ausprobieren miteinander und vor allem ein Kennenlernen auch. Und ja. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Restaurant. Das ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, oder? Ja. Das heisst mit anderen Worten, da könnte man natürlich herkommen und könnte auch Kontakt knüpfen. Einfach Edith, sag mal, ich möchte jetzt mal fragen, meine Frage. Ich immer denke, es gibt so Generationenhäuser. Mhm. Und gleich tun wir uns irgendwie schwer, zum wirklich haben, vielleicht mal den letzten Schritt zu machen, dass wir mal sagen, wow, wir machen jetzt wirklich mal etwas, was für jung und alt ist. Weißt du, ich stelle mir das vor, so wunderbar, ein Innenhof unten mit Marktstraße und so weiter, junge, alte untereinander. Das ist, glaube politisch einfach ganz schwierig zum Umsetzen, so etwas, gell? Oder warum ist das so schwierig? Ich glaube, die Ideen und die Bilder gibt es und die haben sicher auch ihre Berechtigung. Da gibt es ja auch schon Angebote, wenn ich denke, in Filters, wo es so ein Generationenhaus gibt. Ich bin sehr dafür, dass man da eine Offenheit hat und dass in einem Restaurant, man kommt gut zum Mittagessen, gehen, Handwerker zu 9 da hat, dass man die Vereinsanlässe da hat, dass man da den Platz teilen und man da ein Teil von der Gesellschaft sind. Ob es immer und für alle so ist, dass es muss auch Kind haben, bin ich nicht so sicher. Es gibt Leute, die auch gerne Kind haben, wo das passend ist. Es gibt aber auch Leute, die ihnen wohl ist, wenn sie einfach da eine gewisse Ruhe auch dürfen haben. Und da glaube ich, dass jeder darf auch den Platz haben, wo ihm entspricht. Ich glaube, da müssen wir auch offen und ehrlich sein. Für alle ist das Kind nicht die Lösung. Absolut nicht. Nein. Weißt, ich denke mir etwas anderes. Vom Balkon runter schauen, eine Geschäftsstrasse mit dem Rollstuhl mal rausrollen, ein bisschen Leben erleben. Also, wie ist denn das, Angela, bei euch, wenn jetzt jemand wirklich mal möchte, auf Melz hineingehen oder mal dort im Pizzolpark hineingehen? Also, gibt es da Möglichkeiten, oder, dass man von euch hierher kommen kann? Von den Bewohnern? Ja, genau. Also, ja. Also die Aktivierung macht ja auch Einzelaktivierung. Oder sie geht dann mit mehreren, mit den IDEM-Frauen zusammen und dann gehen sie mal ins Pizzolzentrum führen, einkaufen. Ja. Oder, also da probiert sie schon sehr auf Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Ja. Das ist wichtig, gell? Bedürfnis. Ja. Ja. Dann kommt daher eine Coiffeuse, Podologin und so weiter und so fort. Das haben der Service natürlich auch da. Genau. Und die Aktivierung lernen wir auch noch kennen, eben. Natürlich. Also, ja. Ihr habt auch Demenzkranke hier, ihr habt eine spezielle Abteilung natürlich auch. Genau, genau. Wir haben einen Wohnbereich für Menschen mit Demenz. Ja. Dort integriert ist auch eine Tagesstruktur und Nachtstruktur. Und ja, es sind 23 Plätze für sehr herausfordernde Verhalten, die wir anbieten. Und ja, Tagesstruktur und Nachtstruktur haben wir gestartet letztes Jahr im Sommer und das ist jetzt gut angelaufen. Und ja, das können wir nachher ja dann auch noch anschauen. Ja. Das ist natürlich auch eine ständige Herausforderung. Du sagst, gell, auch mit ganz speziellen Persönlichkeiten. Also, genau. Da kann dann natürlich dann mal manches passieren. Auf einmal brüllt jemand irgendetwas, du weißt in der rechten Wie. Oder unter Umständen geht jemand quasi aufs WC und dann findest du fast nicht mehr oder so irgendetwas. Du hast alles auch schon erlebt, oder? Ja, genau. Ja. Das ist ja so. Ja. Aber wir haben wirklich geschultes Personal auf dem Wohnbereich, wo mit dem Verhalten könnt umgehen. Wir lassen den Bewohnerinnen und den Bewohnern auch den Raum, dass sie sich so verhalten können, wie sie sind. Also ja. Es ist dort offen, es ist ja ein geschützter Bereich. Und ja, sie machen das, was sie im Tag machen wollen oder in der Nacht und können das ungezwungen sozusagen leben.
Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass wenn mir jetzt etwas passiert ist, ich muss jetzt etwas kooperieren und ich habe niemanden, der mich pflegt und so weiter, könnte ich auch mal kurz zu euch in die Ferien kommen, oder? Ja, natürlich, genau. In ein Ferienbett, sagen wir ja. Dem. Genau, vorübergehende Und das Betreuung. Ist und bleibt ein Ferienbett? Ihr behalten mich nicht gerade? Nein, natürlich nicht. Ja, weißt, ich frage jetzt nur, weißt, ich habe gesagt, meine Mutter oder die ist daheim noch, ist 90 ja. Und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie ist sehr offen und geistig sehr agil ja. Und gut dran. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie hat dann so richtig Angst, dass wenn sie dann mal töten wäre, sie kommt nicht mehr raus. Ja. Nein, das ist nicht so. Ja. Das, also ich weiss nicht, das kommt glaube ich ein bisschen von früher. Also wir haben oft Leute, die nach einem Bruch, nach einer Schenkelhalsfraktur oder irgendetwas am Arm, wo die allein lebend und dann einfach noch 3-4 Wochen brauchen, um sich da erholen, weil die Spitalzeit ja sehr ja. Kurz ist. Und dann schauen wir mit ihnen dann auch schauen, was brauchen sie für die Heim und genau. Natürlich mit den Angehörigen zusammen. Jetzt hat der Marcel Kuschert, wir haben schon lange nicht mehr gefragt, ist denn so etwas überhaupt bezahlbar? Weißt du, so ein Kurzaufenthalt oder wie sieht ja, das aus? Ja, das ist bezahlbar. Das heisst, es ist in der Schweiz ja so, dass die sozialmedizinischen Angebote, die wir haben, für alle sollen bezahlbar sein und bezahlbar sind. Und es gibt auch mitunter Unterstützung, wenn es knapp werden, also mit Ergänzungsleistungen. Wir empfehlen auch immer, Prosenektuten herbeizuziehen, wenn Bedarf an Beratung sein, wenn es ums Finanzielle geht. Das ist eine Fachstelle, wo man sehr gut auch miteinander arbeitet. Also, ja. Das kommt nicht an auf Versteigerung? Nein. Also das sind manchmal so Vorstellungen ja, oder, genau. Oder wenn wir eine Rechnung stellen. Aber wenn man dann sieht, wer alles was übernimmt, dann ist ein grosser Teil, den Gemeinden übernehmen, ein grosser Teil, den Krankenkassen übernehmen. Und das, was der Bewohner übernimmt, ist vorwiegend eigentlich dann die Hotelleriekosten, das heisst ja. Das Zimmer, das Essen, die Wäsche, die Reinigung und so weiter und so fort. Das ist das, was der Bewohner, die Bewohnerin sagt. Und voraus ein bisschen Papierkrieg, oder? Nicht einmal so. Helfen nicht einmal so. Vielleicht am Anfang, wir helfen. Am Anfang ist es ein bisschen, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, selbstverständlich. Aber nachher ist das eigentlich keine Sache und unkompliziert. Unkompliziert, ja. Was denkst du, könnte man da jetzt noch machen, noch verbessern, noch verändern? Ich habe dir angemerkt am Anfang, du hättest noch irgendwelche Ideen. Didi lehnt sich schon zurück und denkt, wow, was kommt jetzt da auf mich zu? Wir haben schon Ideen. Ja, wir haben eine Haufen Ideen. Ich denke, wir sind eine lernende Organisation. Also wir versuchen uns eigentlich jeden Tag zu verbessern. Was mir jetzt vorhin noch in den Sinn gekommen ist, wir haben uns letzte Woche mit der Fachkommission getroffen. Das ist eine Kommission, die uns beratet und begleitet, wo unter anderem der Professor Dr. Kesselring auch mit im Boot ist. Und dort haben wir uns mit dem Begriff Qualität auseinandergesetzt. Wir haben darüber diskutiert, was ist denn Qualität, was ist Qualitätsmanagement. Und sind eigentlich zum Schluss gekommen, das definiert der Bewohner, Bewohnerin, das definieren die Angehörigen. Sie sagen uns eigentlich, was Qualität ist. Und sie können darüber Auskunft geben, wenn wir sie fragen, ja, hat es sich dann gelohnt, bei uns hier einzutreten? Und diese Aussagen definieren eigentlich dann, ob wir Qualität erbringen oder nicht. Und ich denke, an dem möchten wir uns, oder werden wir uns auch messen. Und ich habe es immer wieder erlebt, Sie haben das vorhin angesprochen, ein Eintritt oder auch ein Wohnungswechsel im hohen Alter, das ist eine Herausforderung, das ist ganz klar. Ich habe kürzlich auch gezügelt, das war auch für mich eine Herausforderung. Aber ja gut, auch eine Bereicherung, nicht? Eine Bereicherung, selbstverständlich. Und so eine Region zügelt also. Das ist eine Bereicherung. Ich habe die Region zügelt, auf jeden Fall. Ja. Und ich erlebe es immer wieder auch, dass eben das eine Herausforderung ist einerseits und andererseits aber nach einer relativ kurzen Zeit die Leute immer wieder kommen und sagen, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich früher gekommen. Mhm. Also das ist so ein Effekt, der sich oft einstellt. Sind manche Bilder auch von früher noch sehr stark. Es ist auch noch ein bisschen der Slogan, ambulant vor stationär. Mhm.
Und was wir sicher auch möchten machen in Zukunft noch verstärken, ist mit unseren Partnern auch in der Region zusammenarbeiten, das Miteinander arbeiten. Also Stichwort integrierte Versorgung. Das heisst, alle eigentlich, die am Thema beteiligt sind, also für den Menschen da sind im Sarganserland, dass die alle am gleichen Strick ziehen. Und dass man das auch merkt und spürt von außen, oder? Dass man sagt, dass das so nicht von Kreti zu Pleti muss. Also Sie haben das vorhin gesagt, ist das nicht kompliziert? Das kann einmal kompliziert sein, wenn man sich nicht auskennt. Und wir möchten wirklich auch in Zukunft für die Sarganserländerinnen und Sarganserländer kompetent sein, auch im Sinne von Ansprechpartner, dass man weiss, wo geht man an, wo kriegt man am schnellsten an das, was man braucht. Edith, als Bergsteigerin, weißt du, Seilschaften bilden. Der Marcel hat gesagt, um den Weg hierher zu finden, weißt, vielleicht auch mit den Angehörigen reden, wie kann man jemanden überzeugen? Ja. Könnte man auch schon Vorarbeit leisten dort zum Beispiel? Ja, ich glaube, das löst sich fest auf, so die Bilder von, es kommt ein Tag, wie du auch vielleicht von deiner Mutter erzählst, und dann muss ich ins Heim und dann ist alles ganz anders. Ich glaube, dass man da viel individuellere, flexiblere Lösungen hat mit der Spitex zusammen, mit dieser Tagesstätte, mit Ferienaufenthalt, dass man wirklich sorgfältig heranschaut, was für Angebote gibt es und was passt für die Person, für die Familie, für die Lebensumstände, wo die drin ist. Da wird man viel individueller, können sorgfältiger schauen. Und für das ist, wie es der Marcel Rieser sagt, da müssen wir gut Hand in Hand spielen. Alle Anbieter von Spitex Pro Senectute, die verschiedenen Heime, die wir hier haben. Auch, das ist auch eine Idee für uns, dass man wirklich da auch eine Beratung anbieten kann, die einem hilft, zum zu schauen, ja, was für Angebote gibt es und was ist für mich jetzt das Richtige in meiner Situation. Und ich glaube, da können wir auch einen Schritt machen, dass die Leute einerseits individuell für sich können nach wie vor entscheiden. Ich glaube, das ist zunehmend ein Bedürfnis, auch wenn die Generation, die vielleicht erst in 10, 20 Jahren der Lebenspunkt sind, das Bedürfnis können auch zu entscheiden, mitzubestimmen und für sich selber die richtigen Angebote wählen und da auch Kombinationen, auch die Situation halt können anschauen. Ich glaube, da sind wir auf dem Weg. Das ist wichtig, dass wir da flexibler sind. Es nicht so einfach den Tag 1 gibt, wo ich aus dem Haus muss und dann da bin für immer und ewig. So. Ich glaube, das ist so ein schweres Bild, das man hat. Und da wollen wir auch wirklich Hand bieten und sorgfältig können das Angebot abstimmen auf die Menschen, die betroffen sind. Und da sind wir ein Player. Wir wollen das Kompetenzzentrum sein dafür. Aber natürlich im Sinn von die Angebote im Sinn von einer integrierten Versorgung können gut gestalten und ja, so die besten Lösungen finden. Okay, machen wir weiter mit dem Lotto. Das ist gestern gewünscht worden von einem Bewohner. Das machen sie am liebsten. Also, fangen wir an. Haben wir alle Dinge bereit? Ja. Gut. Zuerst müssen wir noch mischen. Jawohl. Gell? Jawohl. Gut. Okay. Radiesli. Zeig mal. Ja, Diesel. Genau, ja. Schau, jetzt kannst du ein Zeidchen drauf tun. Gell? Genau. Super. Ja, genau. Schau, so. Gell? Prima, ja, genau. Okay. Also, ein Zwetschge. Schau. Hast du gesehen? Ja, haben wir gemacht. Zwetschge, schau so, eine Zwetschge. Eben nicht. Aber genau. Zwei Fröschchen reichen. Das ist eine dort, hier. Da. Dort? Gut. Dort. Wenn wir warten. Ja, sicher. Gell? Ich hatte zuerst mal das. Ah ja, Pfirsich. Gell, genau. Die Reichen hier. Ja. Dort darf man gerne verwechseln. Gell? Ich würde mir diese Reihe schauen. Das sind ja Folien. Genau, das ist es.
Frau Sieber. Koani. Chicory. Ja, ein Kulf. Ja, das ist super. Gell? Der Chicory. Josi, könntest du beim Thomas auch noch ein bisschen schauen? Das wäre super. Er hat es nicht. Er hat es nicht. Und in dieser Reihe auch nicht. Dann mal schauen. Thomas. So. Genau. Ist gut, Thomas? Gell? Gut, dann machen wir weiter. Jetzt ist das, was er vorher verwechselt hat. Gell? Ja, das ist so. Das Aprikose, der Vega. Ah nein, das. Was ist das, Frau Willi? Er hat gesagt, es Aprikose. Oben zu, ein Gelb. Kleine Zeichen. Ja, das Gelb. Käfer. Ja. Käfer, ja. Gut. Schäfer. Und dann die Flache da. Ja. Also weiter, Orange. Orange. Ja, das ist Orange. Ja. Orange mit einem Haufen Vitamin C. C, genau. Ist das schwer mit dem Rollstuhl zu fahren? Nein, nein, das ist 1, 2, hast du das im Griff. Also jetzt musst du dort rechts drücken, links drücken, Fürschi. Rechts, ja. Links, Fürschi, Hinterschi. Und das hast du schnell gelernt? So? Sofort habe ich das gelernt. Und dann kannst du nicht die Höhe auch noch, oder? Dann kann ich mit dem Lift hochgehen. Aha. Muss ich da in das Programm. Mit dem Lift. Hoi, 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 hoi. Und dann geht es hoch in die Höhe. Aha. Siehst du? Ja. Und so bin ich auch an einem Tisch, wo man ja wieder kann. Ja. Zu bei den Leuten oben sein. Ja. Oder ich kann zum Beispiel den ganzen Stuhl neigen. Wahnsinn. Oder ich kann ihn nach vorne kippen, dass ich unter den Tisch komme. Aber du musst immer ein anderes Programm wieder wählen, oder? Nein, nein, das ist innerhalb von dem gelben Programm. Aha. Ich kann da zum Beispiel den Rücken hinterher tun oder wieder vorne nehmen. Wahnsinn. Oder ich kann die Beine noch schalten. Gut, du hast mir gesagt, gell, du warst kaufmännisch Bild und hast die Mann dadurch betreut. Also, aber gell, ein gewisses Geschick braucht schon mit dieser Technik. So einfach ist es schon nicht, oder? Ja, das geht jetzt. Wenn du das musst bedienen, das kannst du 1, 2, kannst das machen. Okay. Oder? Und dann fährst du, gehst du wieder zurück ins Programm und dann hast du 4 verschiedene Gänge und der 4. ist der schnellste. Der geht dann ab wie eine Pfeife. Aha. Das ist eigentlich alles. Aber du machst noch viel, gell? Also so, du bist interessiert an vielem halt. Ja, ich tun den ganzen Tag fahre ich mit dem Rollstuhl umeinander. Und noch viel lesen und sonst sich beim Kümmern. Ja, im Internet oder lesen oder telefonieren. Ja. Oder Neuigkeiten lesen. Mhm. Und eigentlich mit dem Gerät kann ich auch alles machen, den ganzen Tag, was ich will. Genau. Wie gefällt es dir da? Da gefällt es mir sehr gut im Pflegezentrum. Ich bin jetzt erst etwa 8 Monate da, aber es gefällt mir da sehr gut. Ich habe eine liebe Betreuung, liebes Personal, gutes Essen und rundum schön, ganz viel Besuch. Oder ich kann auch wegfahren mit dem Rollstuhl. Ich kann zum Beispiel ins Center rausfahren. Oder zu jemandem auf Besuch. Oder zum Sohn, der zu Mils wohnt, auf Besuch. Eigentlich so bin ich frei. Wir tun am Montagmorgen mit den Einwohnern unten. Basteln. Allerlei basteln. Wir gehen unsere Waren können verkaufen. Wie gefällt es dir so, Rosmarie? Da, mir geht es gut. Ist dir nie zu langweilig? Nein, mir nie langweilig. Immer einwohnen, posten, gehen und basteln, alles. Und sie ist dann morgen drinnen, Spiele machen. Ja, ja. Und immer schöne Aussicht, dass wir Restaurant auf Mehl zahlen. Ja, überall. Gut. Ja.